Aiden, während Felix Jenner den neu eingetroffenen Franklin Mills langsam von den Reportern weggängelt, ihn immer wieder von hinten anstößt und kurz bevor er auf die Fresse fliegt, in seinen Fußfesseln gerade so wieder zurückzieht und festhält und so ein bisschen mit ihm spielt, kommt ein Dir vorbei. Du hast dich ja bisher eher zurückgehalten. Und in dem Moment, wo ein Dir vorbeigeht, lässt es sich ja für einen kurzen Moment plötzlich nach hinten fallen und überrascht Felix damit, der einfach von hinten in ihn reinläuft und er schafft es für einen Moment so zum Stehen zu kommen und dir direkt in die Augen zu starren. Und für eine ganz kurze Sekunde scheint es dir so, Aiden, als ob sich plötzlich so ein blutroter Schaum um seinen Mund bildet und seine Augen so ein manisches Glühen entfachen. Einen ganz kurzen Moment, dann gibt Felix ihm von hinten deutlich erzürnt mit dem Ellbogen eins in die Rippen und er stolpert mit einem Stöhnen wieder vor sich, stolpert wieder ein bisschen weg. Dein Handy summt kurz auf, du hast eine Nachricht bekommen. Aiden starrt Mills an, beziehungsweise dann noch dahin, wo er gerade gestanden hat und da, wo auch gerade noch die Augen von Mills waren. Und regt sich, als er dann die Vibration seines Handys merkt. Er schaut Mills hinterher und kramt währenddessen nach seinem Handy. Braucht dafür ungewöhnlich lange, weil seine Bewegungen sehr fahrig geworden sind. Und für einen kurzen Moment erhält sich deine Laune, du fasst dich wieder für einen Moment, als du siehst, dass es eine Bildnachricht von Amy ist, deiner Frau. Aber dann siehst du das Bild und es sieht ein bisschen seltsam aus, fast ein bisschen verschmiert, ein bisschen abgedunkelt an den Ecken. Du siehst Amy, wie sie dasteht und dein Sohn Dominic steht vor ihr und es scheint so, als hätte sie ihn am Genick gepackt und es sieht so aus, als wäre ihm das sichtlich unangenehm, wie sie ihn packt. Fast so, als hätte er Schmerzen. Und der Text zum Bild liest sich: Komm bald nach Hause. Der Junge war unartig. Und mit einem Mal macht es in deinem Kopf. Und es reißt sich zurück in den Bauch dieses ausgeweideten Schiffs auf Sack Island. Du hörst Schreie, die Schreie von der Frau, von Janice Bedford. Du hörst das Geräusch von Franklin, der etwas frisst. Er kaut auf etwas herum, schmatzend und schlabbernd. Reißt er an irgendetwas zähem und blutig nassem. Du siehst das Licht von einer Magnesiumfackel, das sich in schwarzem Wasser bricht, den Gestank von uraltem Maschinenöl und Rost. Es ist überwältigend, es drückt dich nieder, es ist überall. Und dann siehst du ein Kind, ein Kindergesicht, irgendwo in der Finsternis zwischen den Maschinenteilen. Ist es Dominic oder William? Und dahinter ein seltsamer Schatten, der sich vom Boden an den Wänden des Maschinenraums bis an die Decke hinaufzieht. Und die ganze Zeit hörst du die seltsamen Gesänge von Franklin Mills. Zieh dir bitte einen Punkt Stabilität ab und wähle einen der folgenden Gemütszustände. Angry, sad, scared or guilt-ridden. Wütend, traurig, verängstigt oder schuldbeladen. Caleb, vorhin hast du nicht reagieren können, weil Joshua Katz sofort dazwischen gesprungen ist, aber dieser Kommentar von der Reporterin mit den Selbstmorden. Du weißt genau, wovon sie spricht, oder? Ja. Woher weiß sie das und wie fühlt sich das für dich an? Genau diese Frage beschäftigt mich seitdem, woher weiß sie das? Ist irgendein
verärgertes Familienmitglied, das mir die Schuld gibt und sich an die Presse gewendet hat. Verdammt nochmal. Sag mir, ob du deshalb zornig oder ängstlich wirst. In dem Fall zieh dir einen Punkt Stabilität ab. Oder ob dich der Gedanke einfach fesselt und ablenkt. Ja. Ich habe mir einen Punkt abgezogen. Alles klar. Die Journalisten ziehen ab und ihr habt endlich Franklin Mills für euch. Ihr steht vor diesem heruntergekommenen Haus. Langsam, erst habt ihr die Veranda angesteuert, dann doch den Weg ums Gebäude rum auf den Hinweis von Joshua Katz, wenn ich es richtig erinnere. Richtig, wir wollten hinten rum, um, ja, wie auch damals vor 3 Monaten ist Mills ja auch von hinten eingebrochen und auch wieder durch die Hintertür nach draußen gegangen. Und genau das möchte ich jetzt eben auch tun. Ihr habt ja auch den Bericht von Aiden Kostroff, wie er an dem Tatort angekommen ist. Das könnt ihr natürlich auch mit einbeziehen, falls ihr das nochmal genau nachvollziehen wollt. Ansonsten seht ihr vor euch dieses zweistöckige Einfamilienhaus, so typisch wie das halt in der US-Vorstadt aussieht. In der Straße stehen, obwohl die meisten Grundstücke mittlerweile leer sind, noch 10 andere Häuser, die genauso aussehen. Die Fassade ist am Verfallen, der Anstrich am Bröckeln, der Garten ist natürlich nach 3 Monaten komplett überwuchert, das Gras gelb, trocken, dornig. Im Garten liegt immer noch ausgebleichtes Kinderspielzeug herum und als ihr Franklin Mills über den Vorgarten in Richtung am Haus vorbei, in Richtung Hinterhof stoßt, könnt ihr sehen, wie er die Augen hochzieht, ob dem Müll, der da rumliegt und ein bisschen anfängt vor sich hin zu murmeln. Es ist immer noch Polizeiabsperrband an allen Eingängen zum Haus zu sehen. Wenn ihr die wenn ihr zur Richtung Veranda, auf die Veranda zugeht, bevor ihr daran abdreht, könnt ihr sehen, dass sie das Polizeiabsperrband abgerissen wurde. Über allem hängt immer noch dieses monotone Dröhnen von Maschinen. Und im Hintergrund türmen sich die Schlote und die Hallen der Raffinerien und Fabriken in den wolkenverhangenen grauen Himmel. Der Wind hat jetzt deutlich aufgefrischt. Kalter Schneeregen beginnt zu fallen, bildet Pfützen auf dem löchrigen Asphalt der Straße. Langsam macht ihr euren Weg an der Häuserfassade entlang in Richtung des Hinterhofs. Ja, Kostroff wird, als diese Vision eingesetzt hat, weiß nicht, wie lange die geht, aber er wird stehen geblieben sein und zwar hat er diese Vision gesehen und dieses riesige Etwas in dieser Dunkelheit wird nach oben geschaut haben, geht kurz in die Knie, das ist das, was man außen sieht, fängt schwer an zu atmen und gerät nach kurzer Zeit wie in so einen hyperventilativen Zustand, beruhigt sich dann langsam wieder, als er dann wieder in das Jetzt zurückkehrt. Wird, nehme ich mal an, noch ein paar Schritte zurückgefallen sein im Vergleich zu den anderen. Und atmet dann einmal durch, reibt sich die Augen und nimmt nochmal das Handy hervor und schaut sich diese Nachricht seiner Frau nochmal an. Ob in seine Augen da jetzt einen Streich gespielt haben oder ob das jetzt wirklich so die Nachricht ist, wie er sie jetzt gerade wahrgenommen hat. Kunal, der es gewohnt ist, hinten zu gehen, fällt zurück mit Kostroff. Kann ich Ihnen helfen, Mr. Kostroff? Kann ich helfen? Nein, alles, sie sehen alles gut. Blass aus. Sie müssen da bestimmt nicht mit reingehen. Doch, das geht schon. Gehen Sie ruhig, ich komme. Alles in Ordnung. Danke, alles. Ich bleib besser vielleicht bei Ihnen, Mr. Kostroff. Aiden richtet sich auf, streicht einmal den langen Mantel gerade und bevor er jetzt zurückbleibt, lässt er das Handy dann doch in der Tasche und geht einfach schnurstracks
in Richtung Veranda und nickt Kuhn halt einmal zu. Na los, kommen Sie. Ja, Mr. Kostroff. Während ihr das Gebäude umrundet, versucht Franklin das Gespräch mit Dr. De Hamry zu suchen. Hören Sie, Sie sind doch ein Doktor, oder nicht? Sie haben einen Eid geschworen, den Unschuldigen zu helfen, oder nicht? Diese Cops, der Staat, die versuchen mich in die Pfanne zu hauen. Ich sag's Ihnen, die hängen mir das alles an. Was habe ich denn für ein Motiv, vier Leute umzubringen? Verstehen Sie doch, genau darum geht es mir. Ich will beweisen, dass Sie nicht Herr Ihrer geistigen Kräfte waren, als Sie das getan haben. Wenn Sie nicht kooperieren, dann kann ich nichts garantieren. Halt die Schnauze und geh weiter. Das ist doch nur Auferflucht nochmal. Das ist doch... Sie wollen mich doch verarschen, Doktor. Sie wollen mich verarschen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Weder im Vollbesitz noch ohne den Besitz meiner geistigen Kräfte. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist alles eine Verschwörung. Im Gefängnis machen sie Experimente an uns. Die machen Experimente an uns. Sie geben uns Drogen und sie waschen unsere Gehirne. Und dann hängen sie uns irgendwelche Verbrechen an, die verdammten Cops begangen haben. Die Hammer ignoriert das und schüttelt mit dem Kopf und fragt dann Mills nochmal. Mr. Mills, was fühlen Sie, wenn Sie dieses Haus sehen? Ich will einen verdammten Scheiß. Ich hab scheiß Angst, weil die scheiß Cops mir eine verdammte Kugel in den Kopf jagen werden, sobald wir da drin sind. Das werde ich nicht zulassen, glauben Sie mir. Wie Sie schon sagten, ich bin Arzt. Doktor, Sie sind Arzt. Sie müssen doch wissen, einen Polygraphen kann man nicht belügen. Und ich habe einen Test gemacht. Ich habe sogar zwei Tests gemacht. Ich habe jeden Test gemacht, den die Leute wollten. Ich habe bewiesen, dass ich nicht lüge. Ich verstehe Ihre Situation, aber dass Sie sich nicht erinnern können, heißt nicht, dass Sie es nicht getan haben. Und jetzt gehen Sie rein. Ja, Cats steht schon in der Mitte des Wohnzimmers, hat die Tür dann aufgeschoben und hält dann eher einen Monolog, als mit euch zu reden. Mit den Armen verschränkt deutet er dann mit seinem Kopf in Richtung des Blutflecks, der da immer noch klebt, vom Babysitter. Ja, und hier können wir, wie gesagt, sehen, den Blutfleck, die abgeschnittenen Beine des Hundes lagen dort und dort. Und selbstverständlich auch schon wieder entfernt. Mr. Mills, geben Sie sich auch endlich die Ehre. Was ja. Halten Sie davon? Sie haben das natürlich schon auf Fotos gesehen, nehme ich an, aber jetzt sind Sie das erste Mal wieder nach dieser Tat hier. Erinnern Sie sich? Bevor Jenna ihn in den Raum hineinstößt, merkt ihr, dass er sichtlich irritiert in der offenen Tür einen Moment stehen bleibt und sich umschaut, also außen, rechts und links von der Tür, und dann, nachdem er ihn reingestoßen hat, ohne da groß Rücksicht drauf zu nehmen, auch innen, guckt er sich um. Sie sollten Ihre Schuhe ausziehen. Mutter mag es nicht, wenn man mit Schuhen von draußen ins Haus reingeht. Minaj, haben Sie das auf Band? Sie haben gerade Ihre Mutter angesprochen, Mr. Mills. Was? Was reden Sie? Ich habe keine Mutter. Meine Mutter ist tot, lange tot. Aber Sie sagten doch, dass Sie sich zum einen nicht an die Tat erinnern können, zum anderen, dass Sie noch nie hier gewesen sind. Ich bin noch nie in diesem Haus gewesen. Ich habe dieses Haus noch nie gesehen und ich habe noch nie in meinem verdammten Leben jemanden umgebracht. Ja, Sie sagten ja, dass Sie... Fangen wir anders an. Darf ich Sie fragen? Viele Psychologen halten ja viel auf den kindlichen Einfluss, und darf ich Sie fragen, wo Sie groß geworden sind? In welcher Stadt war das? Das war in Chicago. In Chicago? Also einige Kilometer entfernt von hier. Southside. Mein Vater hat beim Zoll gearbeitet. Können Sie sich an die Wohnung erinnern, in der Sie aufgewachsen sind? Können Sie uns darüber etwas sagen? Was hat denn Ihr Bruder gemacht? Ich habe keinen Bruder. Haben Sie eine Schwester? Nein. Nie gehabt?
Sie sind Einzelkind. Ja, ja, ich bin Einzelkind. Natürlich, ja. Was hat Ihre Mutter gemacht? Beruflich. Meine Mutter war Hausfrau. Sie ist früh gestorben. Da war ich noch ein kleiner Junge. Wir sollten leise sein, damit wir Mutter nicht aufwecken. Sie mag es nicht, wenn man sie beim Mittagsschlaf stört. Haben Sie nicht angegeben, dass Ihre Mutter Lehrerin ist? Ich hatte angenommen, dass die Henry mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sollte wohl noch am Leben sein und sie ist Lehrerin. Ganz sicher hat Mr. de Henry nicht mit meiner Mutter gesprochen und ganz sicher ist sie keine verdammte Lehrerin. Meine Mutter ist tot. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein kleiner Junge war. In Chicago. Ja, verdammt nochmal. Was soll der Quatsch? Aber wenn sie tot ist, dann müssen sie auch nicht leise sein und auch die Schuhe nicht ausziehen, oder? Wovon sprechen Sie? Ist mir doch scheißegal, wie Sie in dieses verdreckte Haus hineingehen. Sieht sowieso aus, als hätte hier jemand eine Abrissparty gefeiert. Mr. Katz, können wir kurz unter vier Augen sprechen? Ja, selbstverständlich. Gehen wir ins Badezimmer. Ja, Sie sehen also, wie sich an dieser Stelle für Mr. Mills ein sogenannter Konflikt entwickelt zwischen seiner tatsächlichen Kindheit und seiner neuen erdachten Version einer Kindheit. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Daher, wenn das vielleicht Ihre Verwirrung ein bisschen auflösen kann. Verzeihung, ich weiß nicht genau, da ich selber kein Psychologe bin, war das vielleicht gar nicht so klug, aber ich wollte mal schauen, ob diese Lücke gefüllt werden kann. Zumindest konnte ich erstmal... Ja, offensichtlich, die Lücke, die entstanden ist, als Mr. Mills seine Taten und seine traumatische Kindheit verdrängt hat, ist von ihm bereits gefüllt worden mit dieser neuen Version einer Kindheit in Chicago als Einzelkind, wenn Sie verstehen. Von daher, ihn auf diesen Widerspruch aufmerksam machen zu wollen, wird nicht viel nutzen. Es muss doch irgendwo in seiner Geschichte eine Lücke geben. Also irgendwas muss er doch nicht bedacht haben. Können wir darauf vielleicht stoßen? Möglicherweise. Der Name seiner Lehrerin in der Grundschule oder so etwas, das wäre jetzt eine Idee. Ich würde darauf setzen, mit der Tatortbegehung weiterzumachen und vielleicht nicht im Gespräch, sondern durch Dinge, die er hier sieht und erfährt, dass er sich vielleicht erinnert und dies dann eine etwa psychologische Lawine losreißen kann. Ein Flashback, ja. Gut, dann würde ich einmal. Ja, vielleicht mag das nicht der richtige Ausdruck sein, aber Flashback. Nennen wir es einfach so. Gut, die blutigen Spuren von der Babysitterin, von der Haushälterin haben wohl nicht geholfen von der Nachbarin. Dann sprechen wir ihn doch hier nochmal im Treppenhaus auf Kostrov an. Ja, das ist gut. Vielleicht fragen Sie ihn, was er sieht, was er denkt, was hier passiert ist. Ja, dann lassen wir Kostrov selber ihn fragen. Das ist eine gute Idee. Während die beiden sich im Badezimmer besprechen, stehen die beiden Cops immer noch so zwischen Tür und Angel, zwischen dem Hinterhof und dem Wohnzimmer. Und Mills richtet seinen Blick auf Aiden Kostrov, der mit gleichem Gesicht ein bisschen in Abstand wart. Wahrscheinlich mit Ihrem Kollegen los, Detective. Ist der ein bisschen blass um die Nase aus. Haben Sie einen Geist gesehen, Mann? Ja. Kostschau wird seit Betreten des Hauses etwas später dazugestoßen. Wie so eine Art Watte gepackt, ist er da durchgegangen, hat die Blutflecken gesehen und auch vereinzelt wie eine Art Rückblende die Leichen, wie er sie vorgefunden hatte. Und als Mills ihn jetzt anspricht, macht es den Anschein, als ob die Augen erst jetzt wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen und fokussieren ihn. Dann verengen sich seine Augen zu Schlitzen und er macht unvermittelt zwei Sätze auf ihn zu. Sein Gesicht ist jetzt nicht mehr blass vor Entsetzen oder vor was auch immer, was er da vielleicht gerade als Geist gesehen hat,
so ein, von jetzt auf gleich zu einer Fratze. Und er packt sich den Mann, packt ihn am Kragen, greift ihm dann ins Genick, zieht ihn zu sich runter. Und wenn es einen Größenunterschied gibt zwischen den beiden Männern, dann und der Gefangene sich sperrt, dann hilft er mit einem kleinen, schnellen Kniestoß in dessen Oberschenkelinnenseite nach, dass der andere nachgeben muss, zieht ihn zu sich ran und sagt, keine Ahnung, was du hier abziehst, Mann, aber meinen Sohn kriegst du nicht. Ich schwöre bei Gott, ich reiß dir dein Herz selber raus und dann friss ich es. Und er funkelt ihn an. Seine Hand schließt sich oder wandert kurz zu dessen Kehle. Dann beherrscht er sich wieder, weil ihm gewahr wird, dass er nicht alleine hier ist. Und dann stößt er ihn nur zurück. Und nach zwei Schritten, die er dann wieder auf seine ursprüngliche Position macht, versteift er sich. Seine Gesichtszüge scheinen nochmal eine Art Krampf zu durchlaufen. Und dann kletten sie sich wieder. Während Franklin schmerzerfüllt zu Boden geht, trotz deines Kniestoßes ein hässiges Lachen ausstößt. Ist das etwa, wie ihr Scheißkorps mit einem Gefangenen umgeht, ja? Ist das, wie ihr mit einem Bios umgeht? Oh, ihr seid böse, böse, böse Jungs. Mutter wird euch bestrafen, das wird sie. Jenna guckt sich das Ganze erstmal an. Jetzt, wo Mills am Boden liegt, geht er aber auf ihn zu, packt ihn an seinem Gefängnisanzug, um ihn wieder auf die Beine zu stellen und stößt ihn dabei aber auch sehr unsanft gegen die Wand. Also immer so dieses so, ups, ich hab dir irgendwie wehgetan, wie ungeschickt von mir, also nie diese offene Gewalt. Während du ihn gegen die Wand direkt neben dem Eingang, Ausgang stößt, fällt dein Blick plötzlich durch die Tür in den Hinterhof, beziehungsweise nicht in den Hinterhof, sondern in das leere Grundstück auf der anderen Seite, quasi zur Parallelstraße hin. Das Grundstück steht völlig leer, aber da steht jemand am anderen Ende des anderen Grundstücks, also zur Parallelstraße hin, steht ein junges Mädchen. Auf dem Grundstück von dem Haus, wo wir sind, oder außerhalb des Grundstücks? Auf dem Nachbargrundstück quasi zur Parallelstraße. Steht dort mitten auf der Straße ein kleines Mädchen, also 10, 11 Jahre vielleicht, in so einer ganz grässlichen pinken Regenjacke. Und schaut mitten auf der Straße genau in deine Augen, Felix. Über 100 Meter Distanz mit Sicherheit. Oder 50, sagen wir, 50 Meter Distanz mit Sicherheit. Schaut sie dir genau in die Augen. Ja, ich lasse... Und sie kommt dir so bekannt vor. So richtig bekannt vor. Ich lasse Milz los und stürme raus. Auf das Mädchen zu. Während du rausstürmst, was für ein Gedanke geht dir durch den Kopf? Das kann nicht sein. Also sehe ich Geister oder, also das kann jetzt nicht sein. Du kneifst beim Laufen dreimal die Augen zu und das kann nicht sein. Gleich, wenn ich noch einmal die Augen zumache, verschwindet's. Keep it together. Du stürmst ein paar Schritte zur Hintertür raus, kneifst einmal die Augen zu, fasst dir an die Stirn. Das kann nicht sein. Bevor du über das Grundstück hinweg sprintest, guckst du wieder hoch und da ist niemand. Da ist gar niemand. Aber ihr fällt. Ich guck links und rechts die Straße hoch und vielleicht, dass sie weggelaufen ist. Da ist niemand. Du kannst, du hast hier einen relativ guten Blick, weil hier so viele Grundstücke leer stehen. Da ist weder jemand auf der Straße noch auf dem Gehweg. Hier ist überhaupt niemand außer euch. Aber im Bruchteil einer Sekunde wird dir bewusst, dass du den Gefangenen einfach stehen hast lassen. Ja, ich treib mir die Augen und renn mit zurück und leg die Hand an die Waffe. Hat
du zurückkommst, hat Franklin sich so halbwegs wieder aufgerichtet, drückt gerade so ein bisschen den Rücken durch und du hörst die Gelenke knacken, dann legt er den Kopf ein bisschen schräg und grinst dich schief an, Jenna. Hast ein Kind umgebracht, ha? Huh? Sind doch nicht so verschieden, du und ich. Sag das nochmal. Für einen Moment macht er eine ganz trotzige Haltung ein, nimmt die Hände, soweit er es kann, in den Handschellen hoch und sieht so aus, als würde er gleich eine Prügelei mit dir anfangen wollen. Dann sackt er plötzlich in sich zusammen und guckt zu Aiden rum. Ihr seid alle bekloppt. Alle miteinander. Ihr seid alle völlig durchgeknallt. Minaj, hast du das auf Band? Ich hab alles aufgenommen, Sir, aber ich werde noch mal zurückspulen. Ich werde noch mal schauen. Ja, es ist alles da. So, was ist jetzt hier los? Katz! Er hat gestanden, dieser kleine Wichser. Er hat gestanden, in meiner Abwesenheit. Minaj, ich hoffe, es... Gut, ich sehe schon, Sie fummeln da gerade so rum. Ich hab eine Aufnahme, ich schaue gerade... Hören Sie auf, reinzuschauen, nehmen Sie weiter auf, solange das Band nicht voll ist. Ja, ich packe was ist denn hier passiert? Am Kragen und schüttel ihn. Sag das doch mal, du Arschloch! Jenna! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Lass mich los, du verdammtes Arschloch! Du verdammter Kopf! Ah, was soll das? Jenna, wenn uns dieser Schwachsinn nachgewiesen wird, dann wird er wegen ihrer Unzurechnungsfähigkeit wird er freigelassen. Verfahrensfehler, Mann! Der Hören Penner Sie auf, hat gerade zugegeben, den Kind ermordet zu Hören haben. Sie auf, ihn zu schütteln, verdammt! Ich hab ihn in der Tasche. Entweder er kommt lebenslang hinter Gittern oder er landet lebenslang in der Psychiatrie. Aber wenn Sie ihn jetzt schütteln oder ihm Gewalt antun, dann ist das Ganze für den Arsch. Das kriegt man also dafür, dass man sich sein Leben lang den verdammten Arsch aufreißt. Irgendwelche verdammten Scheißarbeiten in den Docks und in den Industrieanlagen. Ja. Und dann kommen die Scheißkorps und legen einen übers Knie und ficken einen in den Arsch. Der Typ ist ein Säufer. Ein elender Säufer! So, entschuldigen Sie bitte meinen Ausbruch. Aber ich finde es gar unangemessen, wie in diesem Haushalt ohne unsere Anwesenheit verfahren wird. Jenna, Kostrov. So. Gehen Sie bitte in den Flur. Kostrov, sprechen Sie ihn jetzt hier bitte drauf an. Franklin Mills, fragen Sie ihn nochmal, wie er sie zusammengeschlagen hat. Ja, also widerwillig lasse ich Mills los und suche mir, da ist auf dem Küchentresen irgendwie eine Tasse oder ein Glas oder sowas. Also ich suche jetzt irgendwas, wo ich meine Aggression dran auslassen kann, um es an die Wand zu werfen oder gegen die Wand oder Tür zu treten oder sowas. So, man muss ein bisschen suchen. Tatsächlich ist alles, was an dem Tatort war, einigermaßen wichtig für die Ermittlungen, ist mitgenommen worden. Ansonsten seid ihr euch nicht ganz sicher, ob der Raum nicht vielleicht tatsächlich auch nochmal von irgendjemand anderem besucht wurde, seit er quasi abgeschlossen wurde. Schließlich war auch das Polizeiabsperrband durchtrennt. Aber auf jeden Fall kannst du da deine Wut an dem übrig gebliebenen Mobiliar noch auslassen. Also ich gehe fest davon aus, dass hier irgendwelche Teenies drin waren, weil leerstehende Häuser und dann noch ein leerstehendes Haus, wo Mord und Polizeiabsperrung ist. Das ist ja Magnet, also ich gehe fest davon aus, dass hier noch irgendwie... Mich wundert es eigentlich, dass keine Graffitis an den Wänden sind. Ja, seltsam, an den Wänden ist durchaus mit Sprühfarbe gearbeitet worden, aber es sind jetzt keine Tags oder so, von die irgendwie auf Graffiti-Künstler oder Jugendliche oder so schließen lassen. Aber tatsächlich sind an den Wänden überall schwarze Flecken. Sieht so aus, als hätte jemand alle Familienfotos, alles, was an die Wände befestigt wurde, Bilder, also Gemälde meine ich, Fotografien, alles mögliche, sogar Kalender oder so, mit schwarzer Farbe einfach weggesprayt worden, und zwar ziemlich krude. Ja, also wenn ich da irgendwie was finde, wo ich meine Wut dran auslassen kann und das sehe, würde ich sagen, hier, Doktor, und was sagen Sie dazu mit Ihrer Kopfologie?